Kann ich da rein? Nö. Findet der Peter Hudson. Gibt's hier irgendwo Loot? Ich habe nichts dabei. Echt eine Sauerei. Okay. Gleitschirm, ja genau. Für das kurze Stück. Wäre geil, wenn's dabei wird. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert haben, der Mann zu sein, der ich sein will. Ich danke dir, dass du mich erwählt und mir die Verantwortung gegeben hast, diese Sünder zu beschützen, die uns noch... Habe ich da jetzt was? Nein. So. Das war hier noch nehmen. Nee, nee. Bei nehmen. Baseballschläger. Und lesen. Was kann man da lesen? Mein neuer Vater, ich fühle mich wie neu geboren. So als ob ich eine zweite Chance für dein Leben bekommen hätte. Ich habe einen Vater, der mich liebt. Solche Liebe habe ich vorher noch nie gekannt. Draußen entsprach ich immer nur den Anforderungen eines guten, angepassten Erwachsenen. Doch im Inneren das Ganze anders aus. Im Inneren war ich ein schlimmer, gequälter Junge. Verletzt und ängstlich. Ablehnung und Furcht beherrschten damals mein Leben. Nun sind es Akzeptanz und Liebe, die mich antreiben. Ah, es ist nicht zum Kotzen. So, gibt es sonst noch irgendwo was? Wurfmesser mache ich ja mit mittlerer Maustaste. Okay, muss mir auf Kopf zielen. Klappe zu! Beruhigt euch, hier seid ihr sicher. So, take da, wir wollen uns nicht den Trubel hier gerade sparen. Da ist nichts mehr. Passt auf, dass er die Vorräte gerecht verteilt, Bruder. Keine Bevorzugung, aber das sind in den Augen des Vaters sind sie alle gleich. Ja, aber wir werden diesen Leuten die gleiche Chance geben. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, von einem werden sie so ganz gefährlich, werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. Im Notfall kann jede Sektion abgenommen. Ich will warten, ob der andere weggeht. Alles, was du sagen musstest. Was? Ja. Jeder Schuss muss sitzen. Gut, dann gehst du mal da lang. Es könnte schlimmer sein. Doch, doch. Weißt du, hier musst du nur beichten. Im Osten, tja, sagen wir mal so, zu viel Bliss kann einem auch zu Kopf steigen. Ah ja. Faith hat sich ihre Angels erschaffen, aber gut behandelt werden sie nicht. Die Bunkerkräfte füllen sich schnell. Das ist der sicherste Ort. Macht mich glücklich zu sehen, wie viele wir essen. Huch! Achso, ist ja ganz geplant.
War jetzt so eigentlich nicht ganz geplant. So. Finde, hab gefunden. Ich kenne deine Sünde. Okay. Sie treibt dich an. Ja. Jeden Gedanken, jede Aktion. Ja. Erlöse mich. Sie nennt sich Jezorn. Also, gestatt ich dir, sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Hä? Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Aber nein! Ich habe schlecht. Gebt ihr alle den Jezorn, den sie verdient, Brüder. Sagt ja, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. Ich habe jetzt mal ehrlich gesagt keine Zeit hier. Das ist ein fucking Helikopter, Junge! Ich muss dahin, okay. Huch! Ich komm dich holen, wenn du okay. Mach das. Finde ich gut. Verlasse diesen Ort. Frisst deinen Ich bin Bunny Hopping, Junge, lass mich! Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Okay. Ach, das war die eine. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. War eine Kollegin von uns, ne? Ich bin voll auf dem komischen Zeug da, Stranger Shit. Verdammte Scheiße, Jungspund. Ich hab die ganze Zeit versucht, dich zu erreichen. Ich hab gehört, dass John dich erwischt hätte und hab mir schon Sorgen gemacht. Zum Glück hast du es überlebt. Was mit Hudson, tut mir leid, aber ohne Johns Schlüssel können wir nichts reißen. Du wirst ihn rauslocken müssen, indem du seinen gesamten Laden in Schutt und Asche legst. Also halt dich ran. Fuck! Huiuiui! Okay, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Du hast die Herde vom Bösen bewahrt und nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihre Hirtin gefunden. Yay. Oh, aber nicht wie die falsche Hirtin Bioshock Infinite. Dann heul ich. Wir dürfen demnächst Olli killen. Ist ja geil. So, erstmal gucken, wo wir sind. Ah, die Lamb of God Kirche. Ah, rechts ist eine Händlerin. Da unten. Juhu. Hey, Olle, komm mal her. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut.
Hast du keine Manieren? Scheiße, hab den Faden verloren. Ach, er war's kaufen, sorry. Waffen. Ich brauche als erstes mal wieder. Warum kriege ich den nicht? So, genau. Bin schon mal ausgerüstet. Dann geh. Wer? Hab ich ausgerüstet, gut. Habe ich nicht gekauft, ich habe kein Geld, habe ich nicht gekauft, habe kein Geld, habe ich gekauft. Habe ich angepasst, okay. Aha. Gut, Munition, alles. Gott, bin arm. Halt, bleib mal da. Beute verkaufen, ich habe mir gar nicht so viel. Scheiße. Hey, Gab, ich zahle gutes Geld für Tierfälle. Pass nur gut auf dich auf da draußen. Ja, ja. Erstmal Tierfälle finden. Ah, da lang, da gibt's Autos. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen mal hinlaufen. Vielleicht finden wir Hasis oder fucking Grizzly. Okay, fucking Grizzly tot. Schön, dass wir noch Medipacks kaufen können. Alter, wie viel hat der gefressen? Holy crap. Hört sich aus wie ein Fehler an, als würde irgendwas durchdrehen. What the fuck? Hilfe? Arschloch. Verpiss dich. Hallo, kletter doch hoch. Da kann man es nicht, aber hier. Du bist eine blöde Kuh. Das hätte ich wissen müssen. Ist hier noch wer? Nee, sieht gut aus. Okay, ich kann was mit anderen looten. Okay, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Auch kaputt. Hä, was will das? Erstmal Money wiederholen. Gibt's hier noch was? Plündern, da kann man nicht plündern. Dann gehen wir mal kurz. Achso, ins Haus rein. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass er tot ist. Kaufe hier Autos und Trucks und passe es hier an. Nö, ihr habt zu wenig Geld dafür. Steht da. Hier hängt ein Zünder namens Alex. Er und seine Freunde kamen nach Hope County, um uns bloßzustellen. Trotzdem hat der Vater ihm vergeben und er war bereit, sie zu retten. Und wie hat Alex ihm diese Großzügigkeit gedankt? Mit einem fehlgeleiteten Versuch, sich und andere Gläubige zu befreien und durch diesen Tunnel zu führen. Johns Zorn zufolge folgte auf dem Fuße und die Auserwählten ließen den Tunnel über ihn einstürzen. Lasst euch das eine Lektion sein. Werdet nicht wie Alex. Oha, oha. Wenn du so weitermachst, blockst du John aus der Reserve.
Wieso ist sie im Konflikt? Ist sie behindert? Ist doch noch irgendwo einer, ich sehe nichts. Was hat die? Danke für deine ganze harte Arbeit. Reden, Konflikt? Was für ein Konflikt? Ist hier noch wer? Hallo? Juhu! Da ist doch niemand. Na! Tja, ich komme hoffentlich zu ihr zurück. Eine Bazooka war ich schon, weil es noch ein bisschen schön, denke ich mal gerade. Okay, Gewehrmunition. So, bis jetzt glücklich. Ist sie dumm? Oh, ein Flammenwerfer, nice. Cool. Bin aber ja für das. Die Leute reden über dich. Kommen Sie jetzt mal wieder runter hier, hä? Was für ein Konflikt außerdem? Bitte richte das Ding nicht auf mich. Okay, wer ist damit? Was zum Hilfe! Eine Gestörte! So help me, motherfucker! Ich kann mir da nichts anstellen. Ich glaube, die ist gerade ein bisschen aufgeschaut. Hier will rutschen. Oh, das geht. Kann ich da hochklettern? Können wir jetzt reden? Konnte mir das passieren? Was für ein Konflikt, Mann! Hier, der Konflikt. Besser. Auch nicht. Ist doch keiner mehr. Versteh's nicht. Huch, das Feuer. Ich glaube, das war eine blöde Idee, oder? Nee, ich versteh's echt nicht. Warum hier hin? What? Was ist denn hier explodiert? Ich gehe einfach. Ich lasse sie mal, wie sie ist. Nee, nee. Was war da? Einsteigen? Nee, will ich nicht. Gut, dann, Aufgaben. Nebenquesties? Ja, machen wir noch. Hallo, Tele, folgen? Ja, machen wir mal. Ich verstehe, warum die Konflikt angezeigt bekommt. Ich raff's nicht. Ein Fickflugzeug da oder was? Okay, machen wir mal eins. Begleiter. Apropos, kann man nicht noch einen zweiten zuweisen? Kosten 7, erwerben, Reise. Wie viel ist jetzt? Granaten mehr, das mehr. Ja, wo wir wieder Punkte müssen sammeln. Wenn du nach Nick Rye fragst, dann kriegst du auch Nick Rye. Ja, ich brauche mal kurz deine Hilfe. Achso, okay, war's. Ups. Macht ihr das auch? Geil. Alles okay, Lady? Meine
Manchmal frage ich mich, wie viel dieser Kämpf ich noch ertragen kann. Das zeigt einem, dass wir nicht unser ganzes Leben. Jetzt geht's doch gut. Sollen. Das finde ich schön. Ich hätte schon Angst, ihr geht schlecht oder so. So. War vielleicht jetzt so Konflikt? Lady? Lady? Wo lagen die? Respawn die wieder? War die nicht irgendwo hier? Ich glaube, die despawnt. Schade. Hier brennt es immer noch. Das finde ich gerade langsam nervig. Wer über uns fliegt immer wie so ein Geier. Voll cool. Wir laufen einfach jetzt mal hier lang und gucken ein bisschen die Gegend. So, kein Bock auf die Tussi. So, Nummer 1. Wo liegt denn der? Okay. Was geht bei dem Truck ab? Geht wieder. Wege? Okay, das ist egal. Ich nehme den mal, ne? Ich beschlag den mal. Allerdings Offroad. Irgendwie. Okay, Auto kaputt. Brauch neues. Ich will über den Fluss kommen. Ach man, wo gibt's hier keine Landstraße oder so, weil die einfach nicht langfahren, die Freaks. Weil das nervt immer, da kommen die immer. Nee, nee. Wollen auf den Sack, ey. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Oh, nee. Hä? Wo? Weißt du, wo war das? Ach, da. Hä, was? Wo? Mach mal. Gut, mach mal. Ach, was denn das aus, wo wir schon mal? Drin waren? Doch. War das. Doch, doch, gerade kommt mir bekannt vor. Wo muss ich hin? Da lang. Eieiei. Fugulu.
Kann ich jetzt mal einfach hier wieder laufen nochmal? Die Entsühnung ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Aha. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Aha. Und dank dir, der Beauty, ja, die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ja. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Was? Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Ach, guck mal, das Alte. Was geht, Homie? Kann ich mit dir nicht reden? Hä? Bist du blöd? Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Ein komischer AB? Nö, bringt nichts. Da drin war auch nichts, ne? Oh doch, hier. Blindern. Ups. Das sieht mir so aus wie ein Fehler. So, Ich? Die Sekte produziert irgend so eine abgefahrene Droge. Der Widerstand bräuchte Schutz. Mist! Nein, nein! War das einer von uns? Deswegen hält er so viel aus. Ist ein King. Hallo Jungs, wie erstmal bitte hilft? Sei ich blöd? Alle, geh weg von meinem Blut, du Bastard! Und der andere liegt wo? Hallo? Dieb? Du Arschloch, klaute mein Auto. Nimm ich halt das. Ups. Ich bin doch nicht so gut im Autofahren. Lass mich. Da war mal ein Silo, genau. Ah, der folgt uns gut. Sehr schön. Hui, ich find's gerade voll toll, hier lang zu heizen. Niau. Niau. Ab, ab. Ist kaputt. Okay. Ah, da ist die Waffenteil der Wetter. Ja. Auf Karte öffnen, Regenbogenforellen. Cool. Dann kaufe ich mir da kurz mal Munition, verkauft ein paar Sachen. Wir haben ja ein bisschen was gefunden. Ich sehe das Ziel vor mir. Munition, alles. Beute verkaufen, alles. Wir machen echt nur noch Minus. Gut, mach mal. Ich hab's in Sicht. Ich hoffe, der kriegt das hin. Ich angel hier meine Zwischenzeit. Ein verdammt wunderbares Land. Gell? Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Na los, ihr Biester. Okay. Kapiert. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Mann, das war knapp. Ich hab kaum erwartet, dass die Kämpfer